Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Oh nein. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Es wird alles haftet bewusst. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Jetzt bald oder muss ich dir Beine machen? Oha. Ach du Schreck. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Was? Einen Moment noch. Die anderen beiden. Was zum... Baby Goal. Der andere Rufus. Aua. Fehlt immer noch einer. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu putzen. Jetzt sind ja zwei von drei Downs. Hast du das vermasselt? Au Quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird, schaut genau hin. Nukleinsäure, sehr gut und ab damit. Ach du Schreck. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Ach du Schreck. Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt. Öffnet das Kanonentor. Oh nein. Gut so. Das wird final. Ist die Munitionskammer geschlossen? Das wird final. Upsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es sie. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Der dritte Rufus kann es noch schaffen. Okay, und der drückt jetzt den Knopf. Over, ja. Das soll was werden. Und rein geht's, oder was? Codeeingabe. Hier müssen die Aufstiegscodes eingegeben werden. Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Zum Glück haben wir die Datasätze hier. Ach du Schreck. Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Ach du Schreck. Goal, du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donner. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Oh nein. Ganz bald.
Jetzt hört mir doch zu. Was für ein Wechsel. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Entschuldigen? Will jetzt entschuldigen? Wofür denn entschuldigen? Entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein. Er muss das lernen. Also, Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss der Pfeiler wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Das kann der Rufus doch gar nicht. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Das ist echt kein... Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss... Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Oh nein! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ach, du ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Das war alles seine Schuld. Das stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld. Ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Niemals. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Oh, Schreck. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Stecker. Hey! Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Abgestohlen, was das Zeug hält. Kann es sein, dass... Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Und ja, er ist schuld daran, dass Mutti gestorben ist. Oh nein.
Nein. Mit Kanonenrohr. Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium. Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du da nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Hoppenbott, werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Ach du Schreck. Oh nein. So endet es also. Ach du Schreck. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wieder wozu hier. Eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Bestimmt nicht. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Was? Nanu, was ist das? Ein Babyphone klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Na sowas. Geh hinein. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Was? Hey! Hey! Ich fahre. Was soll denn das? Ich fahre. Du Verdammter! Lass das! Was können wir denn jetzt hier machen? Gashebel drücken. Ich fahre. Nein, ich fahre. Oh, verdammter! Lass das! Ich fahre! Nein, ich fahre! Oh, verdammter! Lass das! Wir haben Babyfon im Inventar. Was soll das bringen? Oh, verdammter! Lass das! Hey! Hey! Ich fahre. Nein, ich fahre. Wunder. Oha. Verdammt, tut das weh. Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts wie weg hier. Safgis. Oh, Schreck. Komm schon. Mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Oh, je. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Hältst du mich durch? Du kannst es noch schaffen. Nein.
Es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Nein, zweiter Rufus. Nicht. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus. Das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Oh. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Ach du Schreck. Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Allerdings. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Wie damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut. Und natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Natürlich. Einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Natürlich. Toni, Donna, Goal, Doc, Oso. Plan und Stift. Dann skribbeln wir mal ein bisschen. Toni. Du, das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Donner. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der...
echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Okay. Bosu. Hast du vielleicht eine Idee? Leider nein. Denk doch mal nach. Was würde ich sonst in dieser Situation tun? Ich weiß es nicht. Feuer legen? Das scheint mir wenig zielführend. So bin ich drauf gekommen. Du. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Gull glaubt an uns. Großartig. Na dann lassen wir uns mal was einfallen. Stift, Plan. Denk. Aha. Naja, es ist nicht richtig, dass es besser ist als jeder andere. Ich kann mich schon verlieren. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Brücke ist nun mal etwas verbrannt. Na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau. Yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Ja. Mal. Und auf geht's. Auf geht's. Los. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Tschüss. Na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Was Land ist das? Ach du Schreck. Rufus muss sich konzentrieren. Ganz der Pony ist im Panzer drin. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also ich bin es schon mal nicht. Auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Das ist ja wirklich ganz der Punkt. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Und los. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt dir manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten neigen besser mal ihren Besserwisser Schnabel, die Dummen. Unser Schnabel, die Dummen. Bei Deponia. Jetzt im Let's Play auf diesem Kanal auf ZöllenfüsterP. Mit mir. Jetzt hier. Weiter geht's beim Abenteuer. Yahoo. Oh oh, das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja. Sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10.